Die Wahl des richtigen Gehörschutzes. Es hat auch bei mir eine längere Zeit gedauert, bis ich auf den für mich passenden Gehörschutz gekommen bin. Ich möchte euch ein paar verschiedene vorstellen, damit ihr seht, wovon ich eigentlich spreche. Als ich mit dem Skisport angefangen habe, stand ich auch vor der Wahl, was soll ich mir eigentlich für einen Gehörschutz kaufen. Da ich auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich war die ersten paar Male nur auf dem Stand gewesen, werde ich diesen Skisport tatsächlich langfristig ausüben? Wollte ich auch noch nicht so viel Geld investieren. Ich habe dann ein bisschen bei Amazon rumgestöbert und bin dann auf meinen ersten Gehörschutz gekommen, mit dem ich lange, lange Zeit super zufrieden war. Und zwar der Peltor Bullseye 3. Das ist ein traditioneller passiver Kapselgehörschützer, hat sehr, relativ gute Dämmwerte, hat aber auch einen riesengroßen Nachteil. Oder zwei Nachteile. Nachteil Nummer 1 ist, aufgrund der Kapselgröße sieht man meistens aus wie ein Trottel. Aber wir sind ja nicht auf einer Modenschau, sondern wir sind ja auf dem Schießstand. Spaß beiseite. In meinen Augen ist ein Nachteil hierbei eine Geschichte, und zwar, ich persönlich kann den tatsächlich eigentlich nur beim Kurzbeinschießen tragen, wenn ich ihn trage. Grund dafür ist eben die Kapselgröße, da man beim Langbogenschießen dazu neigt, mit der Kapsel gegen den Schaft zu stoßen. Und das hat die unangenehme Nebenwirkung. In dem Moment, wenn ich schieße, drücke ich die Kapsel ein bisschen vom Ohr weg und dann kriege ich ungefähr den Knall ins Ohr rein. Sehr, sehr unangenehm. Aber fürs Kurzwaffenschießen, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht im dynamischen Bereich bin, wo ich auch auf RO-Kommandos tatsächlich hören muss, sondern einfach nur auf ein Startsignal bekomme oder wie auch immer. Super ausreichend und ist relativ kostengünstig mit paar 20 Euro. Link poste ich hier unten in die Video-Description dazu. Irgendwann war ich dann auf einem Wettkampf gewesen. Es war der Palatiner Cup. Ich glaube, 2013 muss es gewesen sein. 2012, 2013. Und die Veranstalter hatten ja, so für jeden so Wundertüten mit dabei. Und zufälligerweise war bei meiner Wundertüte ein Gehörschutz mit drin. Fand ich eine coole Geschichte. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der ist nämlich mittlerweile so abgegriffen. Ich setze aber auch einen Link unten rein dazu. Und zwar ist es ein Howard Light passiver Gehörschutz. Vorteil bei diesem hier, der hat auch relativ gute Dämmwerte und er ist super, super flach im Vergleich zu dem Peltor. Die Dämmwerte sind, wie gesagt, sehr gut. Seitdem ich ihn habe, 2013 ungefähr, habe ich ihn ausschließlich verwendet. Ist ein super Ding, sehr kompakt, zusammenfaltbar, einfach zusammen. Man kann das Ding in die Tasche fliegen und wunderbar, man hat das Ding eigentlich sehr platzsparend untergebracht. Ist auch relativ günstig, ich glaube 25 Euro. Ein paar aus unserer SLG haben sich diesen hier ebenfalls für den Einstieg angeschafft. Was in meinen Augen überhaupt gar nicht geht, man aber immer wieder auf Schießständen vorfindet, sind solche Gerätschaften. Ja, die sehen nicht nur scheiße aus, die sind für die Nutzung eines Impulslärms nicht ausgelegt. Diese hier sind eher dafür ausgelegt, ich arbeite draußen mit einer Säge, mit einer Flex oder wie auch immer. Typische Baumarktgerätschaften. Kosten ein paar Euro, 5, 6, 7, 8 Euro, mehr ist das nicht. Haben aber, wie gesagt, den riesen Nachteil: A, sie schließen nicht sauber ab, B, sie sind nicht wirklich sehr langlebig und C, die Dämpfung für einen Knall, wie sie beim Schießen vorkommen, schaffen die nicht wirklich rauszufiltern. Viele Schützenvereine haben solche 0815 Gehörschützer für Gäste dort stehen. Das kann man mal machen. Aber auf Dauer, wie ich es teilweise sehe, wie die Leute da mit solchen Dingern da rumstehen, würde ich ganz ehrlich gesagt nicht tun. Nachdem nun seit 2013 mein Howard Light passiver Gehörschutz so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und damit auch die Polster steif geworden sind, sie passen sich nicht mehr so wirklich an. Ich meine, es ist halt Kunststoff, es gehen die Weichmacher raus und sie werden unangenehm zu tragen und dämmen dann irgendwann mal auch nicht mehr so gut. Habe ich mir einen neuen geholt, da hatte ich ja jetzt schon zwei Videos drüber gemacht, und zwar den Howard Light Impact Sport.
Und zwar handelt es sich hierbei, wie in dem Video erwähnt, um einen aktiven Gehörschutz. Aktiver Gehörschutz bedeutet, ich habe hier Mikrofone, die nehmen die Umgebungsgeräusche mit auf. Es hat ein Poti, kann ich die Lautstärke einstellen, ich habe sogar einen Klinkenstecker und kann mein Handy anschließen und kann Musik hören. So, ich habe eine Geräuschverstärkung der Umgebung. Das heißt, ich höre die Kommandos von meinem RO, ich höre andere Umgebungsgeräusche, aber sobald ein Impulsgeräusch von, ich glaube, von über 82 Dezibel ertönt, machen die Mikrofone sofort zu und die Kapsel dämmt das Geräusch. Ist eine sehr sinnvolle Technologie, gibt es in billig, günstig und natürlich teuer. Ich poste euch verschiedene Links hier unten in die Description rein. Am Ende des Tages muss jeder für sich entscheiden, was ihm sein Gehör wert ist. Ich sag mal, dieser hier, der Impact Sport von Howard Light, der pendelt preislich, wie ich ja schon in dem Review-Video sagte, zwischen, ich sag mal, so rund 55, 60 € und 100 €, je nachdem, wo man ihn kauft. Am günstigsten habe ich ihn persönlich bei Amazon gefunden, mit, ich glaube, 50, 55 € sowas in dem Dreh. Kann auch ein bisschen teurer gewesen sein. Franconia hat ihn zwar momentan wohl im Angebot für 70 €, aber trotzdem liegt Amazon traditionell eigentlich immer noch darunter. Es gibt natürlich auch noch den Peltor Sportec, MSR Sordin. Es gibt zig verschiedene Hersteller von diesen aktiven Gehörschützern. Am Ende müsst ihr wissen, was euch das tatsächlich wert ist. Aber ihr seht auch, wenn ihr das zweite Video von mir seht über den Impact Sport, dann seht ihr, dass sich auch hier ganz unterschiedliche Meinungen bilden. Die einen sagen, super geiles Ding, wie ich finde das Ding cool. Andere sagen, taugt nichts, filtert nichts. Der nächste sagt, ist okay, auf manchen Schießständen muss ich zusätzlich aber noch Stöpsel reinlegen. Ja, das mag sein, je nachdem, was für Kaliber da geschossen werden. Das müsst ihr aber selber für euch rausfinden. Und wie ich schon immer sage, es gibt immer höher, besser, weiter. Aber ob man das tatsächlich tun muss oder ob man mit einem vernünftigen, gesunden Kompromiss wie dem Impact Sport leben kann, das müsst ihr entscheiden. Wenn euch meine Videos von Deutsche Schützen und Gunvlog gefallen, hey, abonniert mich, liked mich, teilt mich. Ich würde mich super darüber freuen. Und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, könnt ihr das natürlich auch tun unten unter Patreon oder PayPal oder benutzt einfach, wenn ihr mal ein bisschen was einkaufen wollt bei Amazon, die Links unten. Dadurch unterstützt ihr mich auch ein ganz klein wenig. Wir sehen uns.